Die Fahrt dieses mit 4 Personen besetzten Opel Astra endete im sächsischen Stenn am Dienstagabend in der Pleiße. Kurz vor 22 Uhr ist am Dienstag der Astra eines 18-Jährigen außer Kontrolle geraten. Der junge Mann war einfach zu schnell unterwegs. Er war im Lichtentanner Ortsteil Stenn mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und rammte einen Baum. Schließlich rutschte der Wagen auf dem Dach in die Pleiße. Der junge Mann und ein 17-jähriger Insasse mussten sich mit leichten Verletzungen ärztlich behandeln lassen. 2 weitere 17-jährige Mitfahrer kamen mit dem Schrecken davon. Die herbeigerufene Freiwillige Feuerwehr aus Stenn musste Teile des Baumes abtragen. Die Bergung des Fahrzeuges dauerte noch während der Nachtstunden an. Der Gesamtschaden ist mit 6.000 Euro protokolliert worden. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.